Warum sind wir am Anfang und auch in der mittleren Phase unseres Prozesses so extrem abhängig von unserer Dualseele? Besser gesagt, warum glauben wir es zu sein? Denn es ist letztlich nur eine Illusion. Denn zum Überleben brauchen tun wir ihn nicht. Unser Herz schlägt in unserer Brust und versorgt uns mit allem Blut, das wir benötigen. Unsere Lunge atmet ein und aus und gibt uns den Sauerstoff. Wir stehen auf unseren eigenen Füßen. Wir brauchen keine Krücken, um uns vorwärts zu bewegen. Auch nicht die Krücke des Duals. Ja, also, ihr seht schon, es ist nur eine Vorstellung, die wir haben. In Wahrheit können wir sehr, sehr gut alleine zurechtkommen. Und unser beschädigter Emotionalkörper gaukelt uns davor, dass es ohne ihn nicht geht. Das sind alte Beschädigungen. Es sind Erfahrungen aus der Kindheit. Und unser inneres Kind ist es, das so nach der Dualseele, nach dem Menschen, der sie verkörpert, verlangt. Unser inneres Baby oft sogar. Also die ganz, ganz jungen Anteile in uns, die wahrscheinlich keine Geborgenheit erfahren haben. Und ein Baby braucht die Eltern zum Überleben. Es braucht sie, um versorgt zu werden mit Nahrung, mit Wärme, mit Schutz. Und wenn unsere Verbindung zu den Eltern gestört ist, gestört war in dieser Phase unseres Lebens, dann bleibt da ein Vakuum zurück, ein Bedarf. Und wir projizieren diesen Bedarf auf unser Dual. Das ist das, was hier hauptsächlich geschieht. Das ist die Hauptwurzel unserer massiven emotionalen Abhängigkeit. Anders gesagt, unseres Glaubens, dass es diese Abhängigkeit gibt. Wenn die Dualseele, der Mann oder die Frau, das erste Mal vor uns steht, treten wir in Resonanz mit unserer eigenen Vollkommenheit. Und das, obwohl die andere Person genauso verletzt ist, wie wir es sind, spüren wir in seiner Seele, in seiner Essenz unsere eigene Vollkommenheit. Unseren Zustand, als wir heil waren, frisch geschöpft vom Göttlichen, ja, eben seiner formenden Hand entsprungen, als wir reine Liebe waren, ohne Flecken. Und in dem Moment, wo wir das erfahren, kommt alles nach oben, was diese Vollkommenheit befleckt hat. Das heißt, alle Traumata, alle Erfahrungen einer bedrückenden Atmosphäre. Ja, der ganze Mist, könnte man lässig ausgedrückt sagen. Und das führt dazu, dass die Projektion unserer Bedürftigkeit auf den Mann oder die Frau vor uns noch extrem verstärkt wird. Also
Unsere Dualseele ist zugleich unsere Projektionsfläche und der Anstoß, der Katalysator für das Heraufspritzen, möchte ich fast sagen, alter Verletzungen, für das Bewusstwerden. Das ist im Grunde eine Art Zwischenstadium. Wir sind uns in dem Augenblick noch nicht vollständig bewusst, dass wir hier eine alte Verletzung projizieren, sondern diese Distanz zwischen Ursache und jetzigem Denken und Handeln ist uns noch nicht ganz klar. Das wird sie im Laufe des Prozesses aber immer mehr. Da wissen wir schon, aha, das ist jetzt diese Sache, die ich mit meinem Vater erlebt habe, die ich da auf ihn raufklatsche und die er für mich ausbaden sollte, wo er gar nichts damit zu tun hat, der arme Mann. Wir finden immer leichter den Faden, den roten Faden. Wir finden immer leichter den Ausgang. Wir finden immer leichter die Verbindungen zu den Ereignissen in der Vergangenheit. Und wir können das Knäuel auflösen. Und unsere Beziehung zu unserem Dual wird immer freier, immer schöner, immer unabhängiger. Und Gott lächelt dazu. Ja, eine weitere gravierende Ursache für unsere Abhängigkeit von unserem Geliebten können karmische Dinge sein, also Erlebnisse aus früheren Leben. Das begegnet mir auch immer wieder während meiner Arbeit. Wir alle haben ja mit unserem Twin viele, viele Leben verbracht, beziehungsweise hatten eine Bekanntschaft mit ihm. Und natürlich gab es dort auch Leben, die sehr schmerzhaft waren. Ein häufiges Ereignis ist, dass unser Herzmann im Krieg getötet wurde. Das habe ich schon sehr oft angetroffen. Solche Visionen, solche Bilder habe ich schon sehr oft serviert bekommen, wenn ich Gott fragte, welches Leben hat Auswirkungen auf das heutige Leben und blockiert den Prozess. So ein traumatischer Verlust des Geliebten hinterlässt eine Verlustangst, die mit der Transformation des Sterbens und Wiedergeborenwerdens nicht ausgelöscht wird. Aber die gute Nachricht ist, dass sich das sehr leicht auflösen lässt, einfach indem man sich noch einmal in die Situation, in diese alte Situation hineinversetzt, noch einmal die Gefühle erlebt. Natürlich nicht so lange und so exzessiv, dafür genügen ein paar Minuten. Und das ist sehr erleichternd. Vor allem erkennt man ja, dass es keinen Tod gibt, denn der Geliebte, der damals auf dem Felde des Krieges getötet wurde, ist ja wieder da. Insofern helfen solche karmischen Rückerinnerungen auch, den Glauben an die Trennung zu überwinden und die Ewigkeit allen Lebens anzuerkennen. Ein ganz fantastisches Hilfsmittel, um Abhängigkeit und Verlustangst
ja, zu besiegen. Nicht zuletzt ist unsere Verlustangst, unsere Abhängigkeit eine Folge der Tatsache, dass wir seine Liebe noch nicht annehmen können, noch nicht in dem Maße, wie er sie uns präsentiert. Ja, denn Abhängigkeit ist auch eine Form von Angst. Und wo Liebe ist, ist keine Angst. Ja, also wie ihr seht, bin ich jetzt endlich wieder im Stadtpark, also in dem eigentlichen Stadtpark. Der wurde vorgestern eröffnet, ausgerechnet bei Gewitter, wieder eröffnet. Und meine Freude, wieder hier sein zu können, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Okay. Ihr habt was gesehen im Hintergrund, hoffe ich. Und bis zum nächsten Mal.